Der Sektenführer Guido Thormann wird angeklagt, Jörn Hartung niedergeschlagen und an ein Holzkreuz genagelt zu haben. Noch heute sind seine Wundmale zu sehen. Herr Thormann, wir verhandeln heute Ihre Strafsache wegen schwerer Körperverletzung. Weil es ein Verbrechen ist, verhandeln wir als Schöffengericht. Anklage wird vertreten durch Herrn Staatsanwalt Kirki-Dazi. Ihr Verteidiger ist Herr Rechtsanwalt Posner. Nehmen Sie in der Mitte Platz. Ich bräuchte zunächst Ihre Personalien, Herr Thormann. Sie heißen mit Vornamen Guido, geboren am 4. Januar 1959 in Diepholz in Niedersachsen. Korrekt. Sie sind ledig, Sie leben in Diepholz. Stimmt. Was sind Sie von Beruf? Ich arbeite in einer Schreinerei. Das ist Ihre Schreinerei, oder? Nein, es ist nicht meine Schreinerei, ich arbeite da. Mhm. Was verdienen Sie da im Monat? Circa 1500 Euro. Netto ist es dann, ja. Vorstrafen haben wir auch, kommen aber später dazu. Herr Staatsanwalt, ja, die Anklage für den. Hohes Gericht, die Staatsanwaltschaft legt aufgrund ihrer Ermittlungen dem Angeklagten folgenden Sachverhalt zur Last. In der Nacht des 29. auf den 30. September 2001 suchte der Geschädigte Jörn Hartung den Angeklagten in dessen Haus in der Keilstraße in Diepholz auf, um ihm mitzuteilen, dass er die vom Angeklagten geleitete Religionsgemeinschaft verlassen möchte. Da der Angeklagte das nicht ungestraft durchgehen lassen wollte, schlug er Jörn Hartung mit einem Faustschlag bewusstlos, um ihn anschließend zusammen mit einem Unbekannten in seinem Wagen in die nahegelegene Petruskirche zu bringen. Dort nagelten sie ihn im bewussten, gewollten Zusammenwirken an ein selbstgebautes Kreuz, stellten dieses hinter dem Altar auf und ließen den Geschädigten alleine zurück. Herr Hartung erlitt hierdurch nicht nur extremste Schmerzen, sondern hat dadurch auch die Bewegungsfähigkeit seines rechten Daumens eingebüßt. Diese Folge hätte der Angeklagte vorhersehen und vermeiden können. Der Angeklagte wird daher einer vorsätzlichen Körperverletzung in Tateinheit mit einer jeweils gemeinschaftlich begangenen gefährlichen Körperverletzung, einer Freiheitsberaubung sowie einer Störung der Religionsausübung beschuldigt. Strafbar gemäß Paragraphen 223, 226 Absatz 1 Nummer 2, 239 Absatz 1 Absatz 3 Nummer 2, 167 Nummer 2, 25 Absatz 2, 52 Strafgesetzbuch. Danke, Herr Staatsanwalt. Wird sich Ihr Mandant zu dem Vorwurf äußern? Er wird ja. Den Vorwurf haben Sie gehört. Was gibt es dazu zu sagen? Nicht viel. Eine interessante Geschichte, Herr Richter. Ja, jemand ans Kreuz zu nageln, das finden Sie interessant. Herr Staatsanwalt, es ist ja überhaupt noch nicht bewiesen, ob mein Mandant irgendwas damit zu tun hat. Herr Staatsanwalt, nicht die Tatsache an sich, jemand ans Kreuz zu nageln, ist interessant, sondern dass ich dafür hier sitze und angeklagt bin, weil ich die Tat nicht begangen habe. Das ist interessant. Können Sie sich vorstellen, wie dann ein Mitglied Ihrer, na, sagen wir mal vorsichtig, Gruppe, auf die Idee kommt, sowas zu behaupten und Sie zu belasten? Da müssen Sie ihn schon selber fragen. Dazu kann ich Ihnen leider nichts sagen, Herr Richter. Was mich interessieren würde mit dieser Gotteswortkirche, was hat es damit eigentlich auf sich? Gotteswortkirche habe ich selber vor 6 Jahren gegründet, als ich die Vision hatte, dass das Ende der Welt nahe ist. Unsere Aufgabe ist es, die Ungläubigen von Gottes Wort zu überzeugen und ihnen klarzumachen, dass das Ende der Welt nahe ist. Und wie machen Sie das klar? Durch Aktionen, die die Ungläubigen provozieren sollen, aufrütteln sollen, die das Augenmerk auf uns und auf Gottes Wort legen sollen. Diese Aktionen sind mitunter etwas unorthodoxer, aber ich kann Ihnen versichern, wir nageln dabei nicht irgendwelche Menschen an irgendwelche Holzkreuze. Herr Angeklagter, Sie sind bereits vor 5 Jahren wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung zu 3 Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt worden. Zugrunde lag, dass Sie damals die Fensterscheiben der evangelischen Kirche eingeworfen haben und den Altar verwüstet hatten. Ich frage Sie, sind das die Aktionen, mit denen Sie versuchen, die Aufmerksamkeit auf Gottes Wort zu lenken? Oder wie soll man das verstehen? Herr Staatsanwalt, wer sowas tut, der ist doch nicht automatisch wegen dieser Tat hier auch gleich vorverurteilt, ja. Oder? Ja, jetzt lassen Sie uns mal zu dem Abend zurückkommen, um den es geht, um den 29. September. Was ist da in Ihrem Haus passiert? An diesem Abend habe ich zu Hause gebetet, als Jörn vor der Türe stand. Als er klingelte, habe ich natürlich aufgemacht und ihn hereingebeten. Er hat dann ziemlich schnell gesagt, dass er unsere Gemeinschaft verlassen möchte. Im Laufe des Gesprächs entstand ein sehr hitziges Streitgespräch, in dem er mich und meine Brüder des Öfteren massiv beleidigt hat und uns unter anderem als Misthaufen und Drecksäcke bezeichnet hat. Gut, da bin ich dann wohl etwas ausgerastet und habe mit der Faust zugeschlagen.
Ich habe ihn dann aber lediglich vor die Türe gesetzt und nicht ans Kreuz genagelt. Wie erklären Sie sich dann, dass der Transportwagen, der Ihnen von Ihrer Firma zur Verfügung gestellt wurde, am Tatort gesehen wurde? Das kann ich Ihnen nicht erklären. Herr Thomann, jetzt ist es allerdings so, das wissen wir aus den polizeilichen Ermittlungen, dass der Wagen weder aufgebrochen wurde, noch kurz geschlossen wurde. Und es ist wohl der Wagen, den eigentlich nur Sie benutzen. Entweder müssten also Sie mit dem Wagen unterwegs gewesen sein oder jemand, dem Sie den Schlüssel gegeben haben, oder? Dazu kann ich Ihnen leider auch nichts sagen. Ich war nicht mit dem Wagen unterwegs. Wer konnte denn außer Ihnen noch an die Schlüssel des Firmenwagens gelangen? Niemand. Niemand. Außer mir hat keiner Zugang zu den Schlüsseln. Und Sie bleiben dabei, dass Sie den Geschädigten nicht gekreuzigt haben und mit jemand anders in der Kirche aufgestellt haben? Nein, nein. Ich habe es nicht getan. Sonst noch irgendwelche neuen Fragen an den Angeklagten? Danke. Keine, dann treten wir in die Beweisaufnahme ein. Den Herrn Hartung bitte, Herr Seelhoff. Sie nehmen bitte hier Platz. Zeuge Hartung, bitte. Hartung, nehmen Sie bitte hier Platz. Sie wissen, dass Sie als Zeuge vor Gericht die Wahrheit sagen müssen, ja? Ja. Es könnte auch sein, dass Sie vereidigt werden. Ich bräuchte zunächst Ihr Personal, Herr Hartung. Sie heißen mit Vorname Jörn. Ja. Das belastet Sie alles noch offensichtlich. Ja. Ja, werden wir schon schaffen. Also, Sie heißen mit Vornamen Jörn. Sie sind 21 Jahre alt, Sie sind ledig, Sie wohnen in Diepholz. Ja. Was sind Sie von Beruf? Ich habe keine Schulausbildung, ich bin arbeitslos. Arbeitslos, mit dem Angeklagten nicht verwandt oder verschwägert. Ja, jetzt müssten Sie mir leider erzählen, was an dem Abend des 29. September sich ereignet hat. Ja, also ich bin an dem Abend mit dem Bus zu meinem Meister gefahren, also dem Herrn Thormann. Und also ich wollte aus der Gotteswortkirche austreten. Also ich sagte dem Thormann, also ich möchte jetzt hier raus. Ihr macht so viel, was im Grunde gegen das Wort Gottes verstößt. Und er hat mich dann angefahren, den ganz großen Otto losgemacht und gesagt, ich verspreche dir ein Ding in die Fresse, wenn du mich linkst. Und das hat er dann auch getan. Er hat mich geschlagen ins Gesicht und ich muss dann so unglücklich gefallen sein. Also ich bin wirklich bewusstlos geworden. Mhm. Was ist denn das Nächste, woran Sie sich erinnern können, nachdem Sie bewusstlos geworden sind? Ja. Ich bin dann aufgewacht. Ich wusste zuerst überhaupt nicht, wo ich war. Und da waren überall nur so schreckliche Schmerzen, die ich nie vergessen werde. Und ich hing also an diesem Holzkreuz, wie ich später erfahren habe, bin angenagelt worden. Und es war aber sehr dunkel da. Und alles, was ich im Grunde erfahren habe, was ich gesehen habe, das waren zwei dunkle Gestalten. Die konnte ich einmal kurz sehen. Ich bin dann aber wohl auch immer wieder in Ohnmacht gefallen, hab das Bewusstsein. Naja, das ist nachvollziehbar. Vollmacht. Bei der Gelegenheit könnte man das ärztliche Gutachten auszugsweise verlesen. Untersuchung ergab folgende: Verletzung durch Trennung des rechten Ulnaris-Nervens und bei der Adductor Pollicitis-Muskeln. Durch die Zerstörung des Nervens wird der rechte Daumen des Patienten steif bleiben. Ferner sind Abschürfungen, Hämatome und Quetschungen an Hand- und Fußgelenken festgestellt worden. Also Ihr rechter Daumen bleibt so steif, wie er jetzt ist. Lassen Sie uns mal kurz diese Relikte noch anschauen. Wir haben hier zwei Nägel. Also wenn es zu sehr belastet ist, schauen Sie nicht hin, aber die anderen haben Sie ja noch nicht gesehen. Mit den Nägeln waren Sie da wohl an dem Kreuz befestigt und dann mit den Seilen festgebunden. Ja. Die zwei Gestalten, von denen Sie gerade erzählt haben, haben Sie die denn erkennen können? Es war ja alles so dunkel da drin. Nee. Aber es muss es ja gewesen sein, Herr Thormann. Es geht ja gar nicht anders. Es muss Herr Thormann gewesen sein. Er hat mich angegriffen und geschlagen. Haben Sie meinen Mandanten in der Kirche gesehen? Haben Sie ihn als eine dieser beiden Gestalten gesehen? Er muss es gewesen sein. Es liegt auf der Hand. Haben Sie ihn gesehen oder schlussfolgern Sie es nur? Ja, ich habe ihn nicht gesehen, aber er muss es gewesen sein. Jörn, du klagst hier den Falschen an. Ich bin es nicht gewesen. Vielleicht hast du andere Feinde.
Hat sich das Ganze denn irgendwie angedeutet? Hat er was in der Richtung gesagt, dass er sich rächen wird? Mit den körperlichen Züchtigungen, das wurde ja bei uns in der Gotteswortkirche eigentlich auch immer schlimmer. Mhm. Weil also die Kinder wurden ja auch schon mit dem Gürtel geschlagen, wenn die mal die 7 Sakramente nicht aufsagen könnten oder einen Bibelpsalm. Und es gab auch andere Leute, die aus der Sekte austreten wollten. Und denen hat er auch Strafen angedroht. Ach, red doch nicht so ein Blödsinn! Wer hat diese Strafen durchgeführt in der Regel? Der ganz große Meister, natürlich. Ja, und an dem Kreuz, als sie gefunden wurden, hing dann sinnigerweise auch dieses Schild, ja. Ja, so hat er mich auch genannt bei dem Gespräch. Hat er sie so genannt, ja. Noch Fragen an den Zeugen? Keine Fragen. Dann als nächstes bitte die Frau Bratsch. Zeuge bleibt 61-2, STBO als Geschädigter unbeeidigt. Herzlichen Dank. Frau Bratsch, nehmen Sie bitte hier vorne Platz. Frau Bratsch. Sie wissen, dass Sie als Zeugin die Wahrheit sagen müssen. Sie können auch vereidigt werden. Ich bräuchte zunächst Ihre Personalien. Sie heißen mit Vornamen Johanna. Sie sind 43 Jahre alt. Sie sind ledig. Sie wohnen in Diepholz. Was sind Sie von Beruf? Ich bin Küsterin in der Petruskirche. Mit dem Angeklagten nicht verwandt oder verschwägert? Ja. Sie haben ja in der Nacht vom 30. September den Herrn Hartung in der Kirche gefunden. Schildern Sie uns doch mal, was Sie da vorgefunden haben. Oder wie es dazu gekommen ist, zunächst einmal, dass Sie ihn gefunden haben. Also ich bin mitten in der Nacht aufgewacht durch einen markerschütternden Schrei. Und das war so circa gegen 3 Uhr. Und mir war gleich klar, dass das aus Richtung Kirche kam. Und da habe ich mir nur schnell meinen Morgenmantel übergezogen und bin gleich runtergerannt auf die Straße in Richtung Kirche. Ich wohne ja direkt neben der Kirche, das Küsterhaus ist direkt nebendran. Und da habe ich dann nur noch einen Transporter wegfahren sehen. Haben Sie das Kennzeichen feststellen können? Ich konnte das nicht so genau erkennen, aber was ich ganz genau gesehen habe, war an der Seite von dem Transporter, da war ein Schriftzug, in ganz großen roten Buchstaben stand da drauf Schreinerei Bender. Mhm. Was haben Sie dann getan? Ja, ich bin dann in die Kirche gerannt. Die Tür war aufgebrochen, das konnte ich gleich sehen. Und da hing er da, wie Jesus am Kreuz. Also sie hatten ihn hier an den Handgelenken festgebunden und hier waren Nägel durch und so hatten sie ihn da wirklich aufgehängt. Es ist unglaublich, dass jemand sowas einem Menschen antun kann. Es war ganz entsetzlich. Und dann bin ich natürlich näher hingegangen, um ihm zu helfen. Und dann habe ich gesehen, dass er noch so ein Schild um den Hals trug. Haben wir auch. War das Schild hier? Ja, das war das Schild. Frau Bratsch, haben Sie meinen Mandanten in dieser Nacht gesehen? Nein, das ging alles so schnell. Also ich konnte nicht erkennen, wer da in dem Transporter saß. Danke. Ist Ihnen denn sonst noch irgendwas an der Situation aufgefallen, wie er da so am Kreuz hing? Sie können auch heute noch mal zu dem Kreuz hingehen. Ja, am Kreuz, das ist richtig. Am Kreuz ist mir etwas aufgefallen. Das hatte ich wahrscheinlich nur damals nicht zu Protokoll gegeben, weil ich so unter Schock war. Aber schauen Sie hier, wo diese Balken zusammenstoßen. Das ist vernutet. Das ist also wirklich eine fachmännische Arbeit. So was machen nur Zimmerleute. Wie wollen Sie das denn feststellen? Sie sind doch nur Küsterin. Wissen Sie, ich habe mein halbes Leben als Küsterin in Kirchen verbracht. Da bekommt man schon einen Blick für solche Dinge. Noch Fragen an die Frau Bratsch? Verzicht nehme ich an 61-5. STBO bleibt unbeeidigt. Vielen Dank. Nehmen Sie bitte da hinten Platz. Vielleicht an den Angeklagten ein paar Worte, Herr Traumann. Sie geben selber zu, dass Sie zugeschlagen haben. Ihr Fahrzeug wurde am Tatort identifiziert. Wir wissen dank der Zeugin Bartsch, dass es sich um eine qualifizierte Zimmererarbeit handelt. Sie selber sind Zimmerer, arbeiten in einer Zimmerei. Was wollen Sie eigentlich noch? Was brauchen Sie eigentlich noch oder was glauben Sie, was wir noch brauchen, um Sie zu überführen? Räumen Sie doch die Tat ein. Herr Thormann, jetzt nur mal angenommen, wenn Sie es gewesen sein sollten, ja, dann ist natürlich ein Geständnis schon sehr strafmildernd. Und wenn ich mir Ihre Vorstrafe so anschaue, es ist ja auch ein Vorfall in der Kirche, auch Störung der Religionsausübung, dann kann es bei Ihnen natürlich durchaus darauf ankommen. Und Herr Verteidiger, dann kann es durchaus, jetzt lassen Sie mich mal, darauf ankommen,
ob wir strafmildernde Gesichtspunkte finden. Verstehen Sie, was ich meine? Sie hatten einmal eine Bewährungsstrafe bekommen. Die Frage ist, warum sollte man ein zweites Mal eine Bewährungsstrafe hier verhängen? Herr Richter, ich bin es wirklich nicht gewesen. Es waren Heiko und Frank. Und wer ist Heiko? Sag mal, spinnst du oder was? Tickst du noch sauber? Was machst du denn jetzt hier? Heiko, ist ja unglaublich. Heiko, es hat keinen Sinn mehr. Ich kann leider nichts mehr für euch tun. Ja, Heiko, wie auch immer, nehmt sich doch mal hier vorn Platz. Das ist der Zeugenstuhl. Auf dem Zeugenstuhl muss man die Wahrheit sagen. Es könnte auch sein, dass Sie vereidigt waren. Nur wenn es so ist, dass Sie sich selbst durch Antworten belasten könnten, dann müssen Sie auf solche Fragen gar nichts sagen. Verstanden? Ja. Bräuchte ich zunächst Ihr Personal, wie Sie heißen. Also Heiko mit Vornamen, wie heißen Sie mit Nachnamen? Pulz. Wie alt sind Sie? 30 Jahre. In Familienstand? Ledig. Und kommen auch aus Diepholz, oder wie? Ja. Ja. Und vom Beruf? Zimmermann. Auch Zimmermann. Und mit dem Angeklagten nicht verwandt oder verschwägert? Nein. Und was haben Sie jetzt mit diesem Fall zu tun? Ja, also es war folgende Situation. Am 29. September wollte ich und Frank Schütt unseren Meister Heiko, besuchen. Wir hatten noch was vereinbart. Nee, Sie werden jetzt hier den Zeugen nicht beeinflussen. Also wir wollten unseren Meister besuchen in seinem Haus. Und als wir auf das Haus zukamen, hörten wir aus dem Haus laute Schreie, also einen Streit. Wir entschließen uns, ein bisschen zu warten, um nicht zu stören. Plötzlich hörten wir einen dumpfen Schlag. Es wurde ruhig, die Tür ging auf. Ja, und er kam raus und zog Jörn hinter sich her. Sah uns und sagte, er möchte heute Abend seine Ruhe haben und ging wieder ins Haus rein. Und was haben Sie dann getan? Ja, wir haben den Jörn da liegen sehen. Und da Jörn ein Verräter ist unserer Glaubensgemeinschaft, haben wir gedacht, wir werden jetzt ein Exempel statuieren und haben Jörn mit uns mitgenommen. Mitgenommen und dann? Sind wir in die Schreinerei gefahren mit dem Lieferwagen der Firma. Ich weiß ja, wo die Schlüssel sind, weil ich ja auch in der Firma arbeite. Da haben wir dann Vierkanthölzer genommen und das Kreuz gebaut. Ja, aber das Opfer musste doch zwischenzeitlich aufgewacht sein. Ja, wir haben es zwischendurch immer wieder bewusstlos geschlagen. Was, immer wieder bewusstlos geschlagen? Ja, niedergeschlagen. Wenn er am Aufwachen war, ja, quasi. Und? Als das Kreuz fertig war, haben wir Jörn genommen, ihn auf das Kreuz gelegt, die Hände festgebunden und ihn dann mitsamt dem Kreuz wieder in den Transporter gesteckt. Und sind in die Kirche gefahren und haben dort das Kreuz aufgestellt? Ja. Und der Herr Thormann wusste von all dem nichts? Wirklich nichts? An dem Abend wusste er von nichts. Im Nachhinein hat er es dann mitbekommen. Im Rahmen der Ermittlungen hat er dann mitgekriegt, dass wir was damit zu tun haben. Also er hat es mitgekriegt anschließend, ja. Noch Fragen an den Zeugen? Heute zumindest nicht. Nein. Bleibt nunmehr als Tatverdächtiger 60 Ziffer 2 StB unbeeidigt. Ich denke, unter den Umständen erübrigt sich es auch, den Zweiten, den Herrn Schütt, noch anzuhören, oder? Man könnte schon. Ja. Nehmen Sie da hinten Platz. Dann kommt noch zur Verlesung Auszug Bundeszentralregister. Guido Thormann, Amtsgericht Diepholz, 20.03.96, gemeinschädliche Sachbeschädigung in Tateinheit mit Störung der Religionsausübung, eben Beschädigung, Fensterscheibe, Verwüstung, Altar, zu einer Freiheitsstrafe von 3 Monaten, ausgesetzt zur Bewährung bis 20.03.99. Wenn sonst keine Anträge mehr gestellt werden, schließe ich die Beweisaufnahme. Herr Staatsanwalt, bitte. Hohes Gericht, Herr Verteidiger, ich glaube, ich kann es nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme kurz fassen. Der Angeklagte ist hier nur lediglich wegen einfacher Körperverletzung zu verurteilen. Wobei ich eines sagen muss. Der Angeklagte hat hier offensichtlich seine Jünger nicht besonders im Griff. Denn ansonsten wäre dieser Vorfall wahrscheinlich nicht geschehen. Irgendwie handelt es sich hier doch wohl um eine Sekte, bei der der Angeklagte einen gewissen Einfluss ausübt.
was sich auch daran zeigt, dass man die Sekte auch nicht so ohne weiteres freiwillig verlassen kann. Und damit bin ich auch bei einem Strafzumessungsgrund für die Körperverletzung, die hier nicht als einfacher Fausthieb zu bewerten ist, denn da steckt eigentlich dieser sektenhafte Zwang, nämlich der Zwang, in dieser Sekte zu bleiben und die Wut, wenn einer die Sekte verlassen will, das steckt hinter dem Faustschlag. Und ich meine daher, dass gegen den Angeklagten, der auch wenn lange Zeit zurückliegend vorbelastet ist, hier nicht mehr mit einer Geldstrafe gearbeitet werden kann. Ich beantrage gegen den Angeklagten eine Freiheitsstrafe zu verhängen, eine solche von 6 Monaten, die gerade noch zur Bewährung ausgesetzt werden kann. Im Übrigen rege ich an, dem Angeklagten aufzuerlegen, ein angemessenes Schmerzensgeld an den Geschädigten zu bezahlen. Vielen Dank. Danke, Herr Staatsanwalt, Herr Verteidiger. Danke sehr. Hohes Gericht, Herr Staatsanwalt, wo wir beim Thema sind, wollen wir die Kirche doch im Dorf lassen. Der Angeklagte hat die hier angeklagte Tat, nämlich das Annageln des Zeugen ans Kreuz, nicht begangen und wusste davon auch nichts. Er hat, und das von vornherein eingeräumt, dem Zeugen einen Faustschlag versetzt, und zwar in einem hitzigen Streit aufgrund von getätigten Beleidigungen durch Herrn Hartung. Vor diesem Hintergrund verbleibt für Ihre Äußerung hinsichtlich der Religionsausübung, Sekte oder Ähnlichem kein Raum. Es hat damit schlichtweg nichts zu tun. Und aus diesem Grunde beantrage ich im Hinblick auf das Geständnis und auch in Ansehung dessen, dass er wegen dieser Tat oder wegen gleichartiger noch nicht vorbestraft ist, den Angeklagten lediglich zu einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu verurteilen. Die Kostenfolge ergibt sich aus dem Gesetz. Danke sehr. Danke, Herr Verteidiger. Sie haben die beiden Plädoyers gehört. Sie können selbst noch was sagen und haben auch das letzte Wort. Ich wollte nur noch sagen, dass die beiden wohl doch etwas zu weit gegangen sind in der Auslegung dessen, was sie geglaubt haben, für unsere Religionsgemeinschaft zu tun. Und das tut mir leid. Dann ziehe ich mich mit den Schöffen zur Urteilsberatung zurück. Ich verkünde im Namen des Volkes folgendes Urteil. Der Angeklagte Guido Thormann ist schuldig der vorsätzlichen Körperverletzung, § 223 Absatz 1 Strafgesetzbuch. Er wird deshalb zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen à 50 Euro verurteilt. Der Angeklagte trägt die Kosten des Verfahrens. Nehmen Sie Platz. Nicht der, der austrat, war hier eigentlich der Judas, sondern die Verblendeten, die zunächst einmal selber den Kopf eingezogen haben und ihren Herrn und Meister hier schmoren ließen, wie im Fegefeuer, kann man sagen, vor diesem irdischen Gericht. Wir haben hier eine ganz, ganz widerwärtige Tatsituation, wenn man sich das vorstellt. Allerdings muss man sich davon auch lösen können. Und wenn man die Sache mal ganz weltlich betrachtet, dann bleibt bei Ihnen einfach nicht mehr übrig als dieser eine Faustschlag an Ihrer Haustür. Nur deswegen waren Sie zu verurteilen. Ja, die beiden anderen werden schon noch zu spüren kommen, wie widerwärtig diese Tat wirklich war. Gab aber auch keinen Teilfreispruch, weil das Ganze ursprünglich als eine Tat angeklagt war. Der Faustschlag wird Ihnen zum Vorwurf gemacht. Aber nachdem Ihre Vorstrafe insoweit nicht einschlägig ist, kann es bei einer Geldstrafe bleiben. Ich kann auch nicht annehmen, dass das Ganze ein Racheakt war, sondern unstreitig waren vorher Beleidigungen. Also der Anlass waren die vorangegangenen Beleidigungen, die das natürlich nicht rechtfertigen, aber doch in etwas milderem Licht erscheinen lassen. Deswegen Geldstrafe. Wenn ich mir allerdings das Ergebnis anschaue, dass der Hartung dann längere Zeit bewusstlos war, dann muss das schon ein ganz gewaltiger Schlag gewesen sein, den man ihnen so vom Äußeren gar nicht zutrauen würde. Und deswegen kann die Geldstrafe auch nicht in dem Maße sein, wie Sie es beantragt haben. 90 Tagessätze sind hier angemessen. Die Tagessatzhöhe entspricht dem, was Sie am Tag verdienen, nämlich 90 Euro. Gegen das Urteil können Sie Berufung oder Revision einlegen. Innerhalb einer Woche, das Nähere wird Ihnen Ihr Herr Verteidiger sagen. Tja, manchmal ist es ein regelrechter Kreuzweg, bis die Wahrheit dann ans Licht kommt. Hier nur deswegen, weil Sie am Ende nicht zu Unrecht der Märtyrer für andere sein wollten. Das Ergebnis für die beiden anderen allerdings lautet nicht etwa, oh Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, sondern auf Sie zwei passen viel eher die Bibelworte, o ihr Unverständigen, seht her, er ist euch nur vorangegangen. Das andere werden Sie in Ihrer Verhandlung hören. Die Sitzung ist geschlossen.